Emil Cioran. Magie und Fatalität auf den Gipfeln der Verzweiflung. Es fällt mir schwer, mir die Freude der mit primitiver Sensibilität Begabten vorzustellen, dieser Menschen, die fühlen, alles bewältigen zu können, denen kein Widerstand zu groß und kein Hindernis unüberwindlich scheint. Die Magie setzt ein Einssein mit dem Leben voraus, so dass jede subjektive Äußerung ein Ausdruck des Pulsschlags alles Lebens ist. Sie birgt die gesamte Fülle der Integration in den Lebensstrom in sich, die gesamte Überschwänglichkeit der Betätigung im Sinne und in Richtung der Immanenz dieses Lebens. Ursprüngliches Empfindungsvermögen kann nur zur Freude führen, weil es für sie das Unheilbare, das Unlösbare und das Unabwendbare als Bestandteile des inneren Wesensgefüges nicht gibt. Fühlen, dass du alles kannst, dass das Absolute in deiner Macht steht, dass dein Überschwang der Überschwang dieser Welt ist, dass der universale Rhythmus in dir frenetisch und stürmisch schlägt, dass du die Welt bist, dass dein Dasein nur in dem Maße vorstellbar ist, als es dich durchströmt, den Sinn der Welt jeden Augenblick in vollendetem Ausdruck vergegenwärtigt. Finden bedeutet gewiss eine umfassliche Form der Freude verwirklichen, welche das Monopol der mit primitiver Sensibilität Begnadeten ist. Für die Magie gibt es keine Krankheiten, oder wenn es welche gibt, dann stellt magische Vision sie sich heilbar vor, so dass ihre Unerbittlichkeit verfliegt. Der magische Optimismus betrachtet alles unter dem Gesichtspunkt der Gleichwertigkeit. Deshalb ist für ihn jeder Versuch trügerisch, die Krankheit zu individualisieren und spezifisch zu behandeln. Die Magie bestreitet und verneint alle Negativität im Leben, das dämonische Wesen in der Dialektik des Lebens. Primitive Sensibilität besitzen bedeutet, nichts von den großen, schmerzvollen Wirklichkeiten verstehen, nichts von dem, was das Leben an Unheilbarem und Unausweichlichem birgt, an Elend und Tod. Die Illusionen der Magie verneinen das Irreparable der Welt und den Tod als verhängnisvolles und universales Wirken. Dieses Phänomen ist subjektiv betrachtet äußerst wichtig, weil es einen Zustand von Seligkeit und von für den Menschen euphorischer Schwärmerei herbeiführt. Denn der Mensch lebt, als würde er niemals sterben. Das ganze Problem des dem Menschen bevorstehenden Todes läuft im Grunde auf das subjektive Bewusstsein des Todes hinaus. Für jenen, dem dieses Bewusstsein fehlt, hat die Tatsache, dass er durch den Tod ins Nichts eingeht, überhaupt keine Bedeutung. Dem Tode beständig ins Auge schauen bedeutet, den Paroxysmus des Bewusstseins erfahren. In der Magie hat das Bewusstsein noch nicht jene Autonomie vom Leben errungen, welche ihr den Charakter einer Zentrifugalkraft verleiht, sondern bewahrt noch ein von Lebenskraft strotzendes Wesen.
Jene sind viel komplizierter, welche das Bewusstsein des Unentrinnbaren haben, für welche das Unlösbare, Irreparable und Unheilbare in der Welt wirken, die fühlen, dass alle Mühe vergeblich und Reue unmöglich ist, die verstehen, dass die Schicksalshaftigkeit einen wesentlichen Aspekt der Welt bildet. Denn alle wesentlichen Wirklichkeiten entfalten sich unter dem Zeichen des Unentrinnbaren, das auf der Unfähigkeit des Lebens beruht, seine eigenen immanenten Bedingungen und Grenzen zu überschreiten. Die Magie ist bei belanglosen Dingen wirksam, bei den leichten Aspekten, denen das Wesentliche und Gewaltige abgeht, aber angesichts metaphysischer Realitäten nichtig, wo zumeist Schweigen gefordert wird, dessen die primitive Sensibilität allerdings unfähig ist. Mit dem schürenden Bewusstsein der Unabwendbarkeit, mit der Unmöglichkeit und dem Unvermögen angesichts der gewaltigen Probleme leben, die man nicht aufwerfen kann, ohne ins Dasein dramatisch eingespannt zu sein, bedeutet das Fragezeichen subjektiv erleben, das über dieser Welt waltet und dessen fragende Schlangenwindung ein Symbol der unerkennbaren und unzugänglichen Unendlichkeit zu sein scheint. Behauptet ihr, dass Verzweiflung und Agonie nur als Vorspiel gültig seien? Das Ideal jedoch in ihrer Überwindung bestehe und das anhaltende Verharren darin zum Automatismus führe? Sprecht ihr vom Pfad der Freuden als dem Alleinseligmachenden und verachtet alle anderen? Bezeichnet ihr das Dahinleben in den agonalen Augenblicken als Zustand des Egoismus und empfindet nur die Freude als hochherzig? Ihr schlagt uns die Freude vor. Doch wie sollten wir sie von außen empfangen? Denn wenn sie nicht aus uns hervorwächst, nicht aus unserem inneren Rhythmus und unseren verborgenen Quellen hervorbricht, bleibt jeder äußere Eingriff steril. Es ist so einfach, jenen die Freude ans Herz zu legen, die sich nicht freuen können. Und wie sollte man sich auch freuen, wenn man alle Zeit von der Obsession des Wahnsinns bedrückt wird? Bemerken jene, welche die Freude mit übermäßiger Gedankenlosigkeit empfehlen, denn nicht, was es heißt, die herannahende Unnachtung zu fürchten, was es bedeutet, jeden Augenblick von der Vorahnung eines entsetzlichen Wahnsinns gegeißelt zu werden? Wie soll man sich freuen, wenn man fühlt, dass man den Verstand zu verlieren droht? Und hinzu kommt noch das Bewusstsein vom Tode, das hartnäckiger und gewiss ist. Was hat es denn für einen Sinn, einem Menschen, der sich in der organischen Unmöglichkeit befindet, sich zu freuen? Von Freude zu reden. Die Freudigkeit ist ein paradiesischer Zustand, kann aber nur durch eine natürliche Entwicklung erworben werden. Es ist gut möglich, dass wir irgendwann die Dramatik der agonalen Augenblicke abbrechen und in ein Gefilde paradiesischer Heiterkeit und gelassener Freudetrunkenheit eintreten.
Bleiben denn des Paradieses Pforten mir ewig verschlossen? Bisher habe ich den Schlüssel zur Seligkeit nicht gefunden, um sie aufzusperren. Und da wir uns nicht freuen können, bleibt uns nur der Weg aller Leiden übrig und eines wahnsinnigen und uferlosen Überschwanges. Wir müssen die agonalen Momente zum letzten Ausdruck erheben und unser innerliches Drama bis zum absoluten Paroxysmus durchleiden. Es verbleibt uns nur noch die äußerste Spannung, nach der nichts als Rauch zu sehen sein wird. Denn unser Feuer wird alles verzehrt haben. Die Freude bedarf keiner Rechtfertigung, denn sie ist ein derart lauterer und edler Zustand, dass sich jedes Lob erübrigt. Ihre Rechtfertigung ist Verzweifelten gegenüber sogar sinnlos, weil diese entweder organisch verzweifelt und die Freude demnach unmöglich ist, oder nicht organisch verzweifelt sind und ihnen die Freude dann genügend Anreize bietet, um jede Rechtfertigung überflüssig zu machen. Absolute Verzweiflung ist unermesslich komplizierter als absolutes Frohlock. Vielleicht sind aus diesem Grunde die Pforten des Himmels den Hoffnungslosen allzu eng. Es gibt überhaupt keinen, der im Grunde seiner Seele nicht ein noch so blasses und unbestimmtes Sehnen nach dem Schmerz und der Krankheit empfände, denen er entronnen ist. Jene, die heftig und unablässig leiden, wünschen zwar zu gesunden, können jedoch nicht umhin, an ihre Genesung als an einen verhängnisvollen Verlust zu denken. Wenn der Schmerz Teil deines Wesens wird, scheint es unmöglich zu sein, dass eine Überwindung nicht einem Verlust gleichkäme. So wie es auch undenkbar ist, dass dieser kein Bedauern erweckt. Mein Bestes, aber auch den Lebensverlust, habe ich dem Leiden zu verdanken. Aus diesem Grunde kann es nicht verdammt, aber auch nicht geliebt werden. Ihm gegenüber wahre ich ein eigentümliches, unbestimmbares, absonderliches und unmerkliches Gefühl, bestrickend wie Zwielicht. Die Seligkeit im Leiden ist reine Täuschung, weil die künstliche Lust am Leiden sich aus dem Bedürfnis ergibt, eine Versöhnung mit der Schicksalshaftigkeit des Schmerzes zu bewirken, um nicht an ihm zugrunde zu gehen. Die letzten Lebensreserven glimmen in diesem trügerischen Beseligtsein auf. Die einzige dem Schmerz erteilte Zustimmung ist die, welche von der Trauer um eine mögliche Heilung ausgedrückt wird. Doch diese Trauer ist derart ungreifbar und verschwommen, dass sie keinem Bewusstsein deutlich werden kann. Alle Schmerzen, die erlöschen, bringen ein Gefühl der Trübung mit sich, als versperrte dir das Eingehen in einen beruhigenden Rhythmus den Weg zu den peinigenden und zugleich berauschenden Gefilden, die du nicht verlassen kannst, ohne zurückzublicken. Zwar hat die Leitseligkeit dir nicht die Schönheit geoffenbart, doch keine Lichter könnten dein Auge noch blenden. Vielleicht deshalb nicht, weil sie flackern und zittern, als ob sie erlöschen wollten? Reizt dir noch immer die Ahnung der Nacht des Leidens? Man kann den Sinn des Lebens aus so vielen Blickwinkeln verneinen, dass ihre Aufzählung zwecklos wäre. Verzweiflung, Unendlichkeit, Tod
sind die einleuchtendsten. Es gibt jedoch so viele intime Gründe und Ursachen, die zur völligen Lebensverneinung führen. Denn gegenüber dem Leben gibt es weder Wahrheit noch Unwahrheit, sondern lediglich die spontane Reaktion unseres innersten Wesens. Subjektivismus? Aber es ist mir doch völlig gleichgültig, dass andere anders denken. Denn eine subjektive Erfahrung erhebt dich auf die Ebene der Universalität, wie der Augenblick auf die der Ewigkeit. Dir vorzuwerfen, dass die Verzweiflung gänzlich individuell und für andere völlig irrelevant sei, ist genauso absurd, wie wenn man dir sagte, dass das Sterben rein individuell sei und deshalb niemanden verpflichte. Wie wenig die Menschen die Einsamkeit zu schätzen wissen. Sobald etwas in der Einsamkeit geschieht, beeilen sie sich, ihre Sterilität zu erklären. Sie legen dem sozialen Wirken ausschließlichen Wert bei, weil sie sich dem Wahn hingeben, dass alle dazu beigetragen haben. Alle wollen etwas Wirksames tun, verwirklichen, durch ihre Leistungen überleben, als ob diese nicht zu Staub und Asche zerfielen. Was soll denn aus allem werden? Was könnte anders werden als das Nichts? Ich bin mit allem unzufrieden, selbst wenn man mich zum Gott dieser Welt erkühre, würde ich sofort zurücktreten. Und wenn sich die ganze Welt auf mich beschränkte, wenn ich die Welt wäre, würde ich mich bis zum Verschwinden zerreiben. Wie kann ich denn Augenblicke erleben, in denen ich alles zu verstehen glaube?